Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Auch ich kann sagen, den Vorschlag, kostenlosen ÖPNV einzuführen, kann man durchaus ja mal prüfen. Der ist in Ordnung als Versuch in bestimmten Kommunen, aber aus meiner Sicht ist es nicht sinnvoll, einen kostenlosen ÖPNV im gesamten Bundesgebiet einzuführen und noch nicht einmal in jeder der von den Problemen bei der Luftreinhaltung besonders betroffenen Kommunen. Schließlich haben wir genügend U- und S-Bahnen, die schon heute zu den Hauptverkehrszeiten überfüllt sind, und auch die internationalen Erfahrungen sind ja durchaus durchwachsen. Die Debatte über dieses Thema zeigt auch, individuelle, kommunale Lösungen sind das Beste. Der Oberbürgermeister oder der Gemeinderat einer jeden Stadt weiß doch selbst am besten, wo man vor Ort ansetzen muss. Manche Städte haben zu lange gebraucht, bis sie sich mit dem Problem Luftreinhaltung konkret beschäftigt haben. Aber nun sind doch alle mit Hochdruck dabei, Lösungen zu erarbeiten. Und gerade weil kommunale Lösungen das Beste sind, lehnen wir auch die vorhin ja auch wieder geforderte blaue Plakette ab. Die Einführung der blauen Plakette würde bedeuten, dass Millionen von Fahrzeugen blaue Aufkleber bekommen müssten und aber auch, dass Millionen von Fahrzeugen eben keinen blauen Aufkleber bekommen würden. Höchstwahrscheinlich würden die blaue Plakette zu ganzjährigen Fahrverboten führen für Millionen von Autofahrern. Sollte es zu individuellen kommunalen Fahrverboten kommen, könnten diese zeitlich begrenzt werden. Die blaue Plakette hingegen wäre ein ganzjähriges Fahrverbot und damit die schlechtere, unverhältnismäßige Alternative. Zudem, meine Damen und Herren, würde die blaue Plakette den Wertverlust bei vielen Autos noch einmal verschärfen. Das sind gute Gründe, weshalb wir gegen die Einführung der blauen Plakette sind. Zumal, wenn nun alle entschlossen an der Einhaltung der Grenzwerte arbeiten, brauchen wir in 2 oder 3 Jahren hoffentlich in keiner einzigen Stadt mehr über Fahrverbote nachzudenken. Herr Kollege Birger, gestatten Sie eine Zwischenfrage aus der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen? Sehr gerne. Dank. Sie haben eben gesagt, die Städte oder einige Städte hätten nicht genug getan. Die Bundeskanzlerin hat sich ebenso geäußert. Der ehemalige Verkehrsminister Dobrindt von der CSU hat auch auf die Städte verwiesen, die zu wenig getan haben. Ich habe das so in Erinnerung, dass nicht die Städte der deutschen Automobilindustrie den Betrug haben durchgehen lassen, dass nicht die Städte sich gewehrt haben gegen effektive Abgaskontrollen und dagegen, dass eine Hardware-Nachrüstung stattfindet, sondern dass das allein die Bundesregierung war. Und die Einzigen, die was für Radverkehr und Nahverkehr getan haben, waren die Städte. Geben Sie mir da recht? Frau Kollegin, ich habe ja gerade ausgeführt, dass die individuellen kommunalen Lösungen das Richtige sind. Die ganzen Städte sind nicht miteinander vergleichbar. Düsseldorf ist mit Stuttgart nicht vergleichbar. Alle anderen betroffenen Städte sind auch nicht so ohne weiteres miteinander vergleichbar. Und ich darf mal in Erinnerung rufen, als wir beispielsweise das Elektromobilitätsgesetz eingeführt haben, da waren es leider viele Kommunen, die von den ganzen Möglichkeiten, die damit kommunal freundlich gemacht wurden, nicht Gebrauch gemacht haben. Also es hätte doch in vielen dieser noch 70 betroffenen Städte deutlich früher mehr passieren müssen. Da kann ich auch die Landeshauptstadt Stuttgart anführen, die lange gebraucht hat, um wirklich die nötigen konkreten Maßnahmen einzugehen für eine nachhaltigere Mobilität, um die Feinstaubprobleme und die Stickoxidprobleme zu lösen. Herr Kollege, gestatten Sie eine weitere Zwischenfrage aus der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen? Von Herrn Grischer besonders gerne. Die Uhr. Herr Birger, danke, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Aber ehrlich gesagt finde ich das hier ein Stück weit zynisch, was Sie hier von sich geben, weil 70% der zu hohen Stickoxidbelastung in unseren Innenstädten kommt aus Diesel-PKWs. Und diese Diesel-PKWs haben deshalb eine zu hohe Belastung, weil Automobilindustrie getrickst und betrogen hat und weil Ihre Bundesregierung das zugelassen hat und seit 3 Jahren überhaupt nichts unternommen hat. Und jetzt das auf die Verantwortung der Kommunen zu schieben, ist wirklich das Allerletzte, dass Sie das bei denen anlanden, die nicht dafür die Verantwortung tragen. Und weil
Das, was passieren müsste, ist, dass Ihre Bundesregierung, die alte und jetzt die neue Große Koalition, dass die endlich sich da mal darum kümmert, dass die Autoindustrie verpflichtet wird, den Fehler, den Sie gemacht haben, das Tricksen und Betrügen, das Sie gemacht haben, durch Nachrüstungen zu reparieren auf Ihre Kosten. Und das kann nicht bei Millionen Dieselfahrern und nicht bei den Kommunen abgeladen werden. Das ist ehrlich gesagt ein Unding, was Sie hier von sich geben. Herr Krischer, da haben Sie mich mal wieder falsch verstanden, vielleicht weil Sie auch nicht richtig zugehört haben. Ich schiebe in keinster Weise die komplette Verantwortung auf die Kommunen. Ich habe nur darauf hingewiesen, dass sich einige Kommunen sehr lang Zeit gelassen haben, die Probleme bei der Luftreinhaltung anzugehen. Und ich glaube, das ist eine Tatsache, die sich nicht bestreiten lässt. Jeder muss seiner Aufgabe nachgehen. Das heißt, dass wir als Bund natürlich eine Verantwortung haben, die Länder genauso, natürlich die Automobilindustrie, selbstverständlich, die müssen wir daran auch immer wieder erinnern. Aber jeder sollte an seiner Stelle arbeiten, dass wir die Grenzwerte einhalten und die Probleme bei der Luftreinhaltung lösen. Ich will mal hinzufügen zu den Beispielen, die heute schon in der Debatte genannt wurden, das aktuelle Beispiel vom Stuttgarter Neckartor. Im Januar, Februar 2017 31 Grenzwertüberschreitungen beim Feinstaub. Jetzt aktuell, Januar, Februar 2018, 11 Grenzwertüberschreitungen. Zulässig sind 35 Grenzwertüberschreitungen. Im Jahr 2017 waren es in Stuttgart im Neckartor 45 noch insgesamt. Das Problem Feinstaub ist also in Stuttgart hoffentlich bereits dieses Jahr gelöst. Und auch bei den Stickoxiden wird die Situation immer besser. Meine Damen und Herren, das Bundesverwaltungsgericht hat ein Urteil gefällt, das uns vor große Herausforderungen stellt. Es hat aber auch ein Urteil gefällt, das den Freunden schneller Fahrverbote nicht gefallen kann. Denn es gibt keine sofortigen Fahrverbote. Das Verwaltungsgericht hat gesagt, die Verhältnismäßigkeit ist zu beachten. Die Situation von Anwohnern und Gewerbetreibenden muss besonders berücksichtigt werden. Und im Koalitionsvertrag haben wir uns auf den Umgang mit dem Thema Fahrverbote und Luftreinhaltung verständigt. Im Übrigen, Frau Hendricks, steht im Koalitionsvertrag von der blauen Plakette nichts. Was haben wir festgehalten? Klar, wir wollen Fahrverbote vermeiden, wir wollen die Luftreinhaltung verbessern, wir werden die Kommunen weiter unterstützen, dafür wird auch das nötige Geld zur Verfügung stehen, wir werden den ÖPNV ausbauen, wir prüfen Nachrüstung der Hardware. Im Übrigen wird bei Dieselbussen ja bereits die Hardware nachgerüstet. Es wird weitere Förderprogramme für nachhaltige Mobilität geben. Die Elektromobilität wird einen massiven Schub bekommen. Und wir werden Möglichkeiten schaffen, dass Länder und Kommunen verbindliche Vorgaben und Emissionsgrenzwerte erlassen können für den gewerblichen Personenverkehr wie Busse, Taxen, Mietwagen, Carsharing, Fahrzeuge sowie für Lieferdienste. Wir setzen also dort an, wo es besonders viel Sinn macht. Meine Damen und Herren, was Sie von den Grünen mit der Deutschen Umwelthilfe veranstalten. Das ist ein Kampf der Vergangenheit. Mir ist es lieber, die Zukunft zu gestalten. Vielen Dank, Herr Kollege Bilger.